werden. Und dann sagt er, was haben wir für Optionen? Und dann kam da wahrscheinlich irgend so eine Tischvorlage ins Spiel, ohne dass groß jemand drauf geguckt hat, geschweige denn die Beteiligten gefragt hat. Und und dann wurde das entschieden. Und dann sollte das so kommen. Dann soll das so kommen. Formal juristisch ist die Kuh hier nicht vom Eis. Darf ich kurz unterbrechen? Und zwar, wir hatten draußen eigentlich gerade eine politische Talkrunde, die mussten jetzt unterbrechen aufgrund des Regens und werden das jetzt gerne hier drin weiter fortführen. Perfekt, so. Und ich habe alle Informationen. Der Übergang ist da. Weil was ihr alle tun könnt, das wahlberechtigte Volk, also die zum Beispiel am 22. September zur Wahl gehen und Frau Gundelach auf dem Wahlzettel sehen und Herrn Hakverdi. Ist auch da hinten, genau, den gibt es auch da zu wählen. Oder die im Mai nächsten Jahres auch eine Bezirksversammlung wählen wollen, wo all die anderen, wo Jutta auf dem Zettel steht, wo Ronald auf dem Zettel steht und Angela, die können jetzt da mal wirklich, ne, dass die Politiker ihre Stimme haben wollen, auch die Stimme hören lassen. Also, fühlt ihnen auf den Zahn, macht ihnen ruhig ein bisschen Druck. Ich glaube, dass hier noch was zu bewegen ist. Danke schön. Okay, bravo. An der Talkrunde nahmen Vertreter der CDU, SPD, Grünen, FDP und Linken teil. Außerdem der Moderator und ich. Ich fühlte mich nicht schlecht in der Runde, auch als Nichtwähler, der sich jedoch politisch verhält. Ein wenig pathetisch ausgedrückt, als Vertreter der außerparlamentarischen Opposition. Die Stimmung war insgesamt sehr locker, auch hervorgerufen durch die Veranstalter der Zinnwerke, die mit diesem Fest auf die schwierige Situation hinweisen wollten. Die Hamburger Sprinkenhof AG, Besitzerin des Geländes, hat den zahlreichen Kreativen und Gewerbetreibenden zum 30. Juni gekündigt. Die Leute der Filmproduktionsfirma Hirn und Wanst, also Marco Loredo, Kerstin Schäfer und andere, erreichten immerhin einen Aufschub bis zum 30. September. Und bis dahin kann noch eine Menge geschehen. In der Talkrunde herrschte weitestgehend Konsens. Alle politischen Vertreter und Vertreterinnen waren der Ansicht, dass die Zinnwerke erhalten werden und der Opernfundus anderswo gebaut werden soll. Mich interessierte vor allem die Rolle der Kreativen. Ich möchte dazu Folgendes sagen. Kreativität ist ja zum einen eine ganz freie, nicht an finanzielle Mittel gebundene Sache, wo hier natürlich erstmal wahnsinnig viel Platz ist. Hier sind ja gute Ansätze da, jetzt also allein schon von dieser Filmgeschichte und so weiter. Vom Platz her kann man hier noch ganz viel mehr machen. Ich habe es immer wieder erlebt, dass von Kreativität viel gesprochen wird. Dann kommt aber auch die Frage, was verdient ihr denn damit? Wann wird daraus ein Produkt entstehen, ein kauffähiges Produkt? Ist ja auch eine interessante Frage. Hier müssen ja auch Mietgelder bezahlt werden. Also für mich, in meinem Denken, ist die Kreativität im Mittelpunkt. Aber jetzt nicht so nach dem Motto, man kann sowieso alles machen. Dann versucht man auch Möglichkeiten zu finden, was zu verkaufen, Produkte zu erzeugen. Und hier ist ja eine Mischung. Hier sind ja jetzt nicht bloß, Anführungszeichen, die Kreativen, hier ist ja auch der Meerkötter, hier ist ja auch eine Firma, die mit Automobilen irgendwie handelt. Das ist immer eine interessante Mischung, finde ich. Also ich würde es ganz falsch finden, wenn die Kreativen, wie in der Künstler-Community, bloß unter sich bleiben. Die Verbindung mit anderen finde ich ganz toll. Und daraus, aus diesem Zusammenkommen von unterschiedlichen Ansätzen, entsteht was Kreatives auch. Das ist mein... Ein Dorf widersetzt. So. Also da sind hier gute Voraussetzungen für. Also die Flächen sind super gut. Und die Leute, die hier sind, habe ich einen sehr positiven Eindruck, dass sie kooperationsbereit auch sind, was ja wichtig ist. Die sind ja bereit, sich auch mal auf andere Leute einzulassen. So. Dieses Kleinod hier zu entwickeln, wenn wir die mitnehmen und uns mit denen zusammensetzen, ich glaube, dann wird hier eine ganz tolle Sache entstehen. Denn wenn hier Künstler sein, die sich selbst finanzieren, und das tun die, die zahlen ihre Miete, das muss man wissen. Und genau das ist das, was wir machen müssen. Wir müssen sie unterstützen als Politiker, wir müssen mit ihnen zusammen das Ganze in eine solche Bahn lenken, dass diese Halle wunderbar genutzt wird, ob als Kino, ob als Theater, ob als Musical Hall oder auch vielleicht als Hintergrund für einen Film. Wir wissen es alle nicht, aber ich denke, die Kreativen hier vor Ort sind so gut,
dass die so etwas zu Wege bringen. Und wir können sie unterstützen. Genauso müssen wir unterstützen den Getränkehandel. Wir müssen Herrn Akaya unterstützen. Wir müssen alle Gewerbetreibenden unterstützen. Und natürlich, und da gebe ich Frau Kroschinski recht, im Einklang mit den Gebäuden, mit den Bewohnern und alle zusammen. Und ich denke, da geben Sie mir recht, die Mittel, die zur Verfügung gestellt sind, um dem Stadtteil zu helfen, um ihn auf die Beine zu helfen. Da müsst ihr alle mit hinkommen und sagen, wir wollen dies, wir wollen jenes. Wenn wir nur da sitzen, dann bestimmen wir und wir sind nicht unbedingt die richtigen Personen. Ihr seid die Person, die bestimmen wollt. Und das wollen wir unterstützen. Und ich denke, das werden wir als FDP auch weiterhin machen. Und ich werde auf die Barrikaden gehen, wenn es nicht so passiert. Also wenn ihr jetzt nicht sagt, das ist FDP, dann wäre alles in Ordnung. Macht nichts. Und ich fand es also, die Gentrifizierung, ich habe also von Anfang an habe ich kapiert, wie die Gentrifizierung funktioniert und dass das wirklich die Vertreibung ist, wirklich die Verdrängung ist und so weiter und so fort, dass sie sogar alles platt machen, was nicht in den Kram passt, ja, wie sagt man, Abrissstadt Hamburg, also so, guck dir die Hafen City an, die Gentrifizierung, das zieht wie, also du kannst gar nicht so schnell gucken, wie das die Häuser gemacht werden. Also, nein, aber in dem Zusammenhang steht das immer. Ja? Weil die Stadt hat sowieso Planung. Die kennst du gar nicht. Die liegen unten in den Schubladen. Da rücken sie auch nicht mit drauf. So einfach. Mein Fazit dieser politischen Diskussion. Es gibt einen breiten Konsens der Parteien in Sachen Erhalt der Zinnwerke für Kreative und Gewerbetreibende. Ich erlebte Ansätze einer Streitkultur und einer Lebendigkeit, die von Menschen kommt und nicht von technischen Anlagen und Aktenordnern. Ich halte Marco Loredo und seine Crew für taktisch so geschickt, denn es geht hier auch um Taktik, und für so glaubwürdig, auch darum geht es, dass ich ihnen allen Erfolg wünsche. Im 19. Jahrhundert wurde in England der Speaker's Corner erfunden, als Podium der politischen Auseinandersetzung. In den Zinnwerken erlebe ich derzeit etwas, was in diese Tradition passt. Das macht Mut und Hoffnung, dass es so weitergeht.